Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Metroid Fusion. Ich habe mich mittlerweile abreagiert über meine Dummheit, die ich jetzt schon seit Jahren mit mir trage. Wann ist das Spiel rausgekommen? Irgendwann 98? Nein, Quatsch, das war zu früh. 2000 oder so. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt froh, diesen Endgegnerkampf hinter mir zu haben. Und ich werde mit Genuss den Wavebeam aufnehmen. Da geht's lang. Da geht's auch lang. Gehen wir erstmal hier rum. Ja, das regt mich jetzt auch schon auf, dass das immer noch kommt. Ich hoffe, das hört auch wieder auf. Wahrscheinlich waren sie so stolz auf dieses Sprachsample, dass sie es nochmal wiederholen mussten. Geheimtrakt. Jetzt wird's spannend. Was finden wir hier? Ein Speicherpunkt. Metroid-Fans werden diesen Aufbau irgendwie... Kommt dieser Aufbau vielleicht bekannt vor? Es sieht tatsächlich so ähnlich aus wie die Station Ceres. Also dieser Raum eben. Metroids. Und dann dachte man, sie sind tot. Aber nein, das Spiel muss ja noch weiterhin seinen Namen tragen. Hier sieht man die verschiedenen Entwicklungsstufen der Metroids. Hier das Originale, dann das schon weiterentwickelte, nochmal weiterentwickelte. Ah ja, das sind diese verschiedenen Entwicklungsstufen, sieht man übrigens in Metroid 2, weil man da auf SI388 das Ganze spielt. Und das ist dann ein, Alpha Metroid, Beta, Gamma und Delta? Nein, Zeta Metroid ist das, glaube ich, sogar. Was geht hier ab? Guck mal jetzt. Ist doch nix. Schauen wir nochmal hier runter. Ich glaube, ich sollte verschwinden, heißt das. Ah. Das war ein sehr humanes Zeitlimit, muss ich sagen. So. Sind wir jetzt das Problem mit dem SAX losgeworden? Samus, Sie haben einen großen Fehler begangen. Sie haben Ihre Befehle missachtet. Vielleicht werden Sie schon bald den Preis dafür zahlen. Wie Sie sehen konnten, betrieb die Föderation ein Programm zur Aufzucht von Metroids. Das geheim gehalten wurde. Natürlich diente es rein zivilen Zwecken. Ich gehe davon aus, dass Sie das verstehen. Aber vielleicht wussten Sie bereits von diesem Programm. Ihnen müssen doch Zweifel gekommen sein, als Sie Sektor 1 gesehen haben. SRX, eine originalgetreue Nachbildung des Ökosystems von SR388. Ein ideales Umfeld zur Zucht von Alpha, Gamma, Zeta und sogar Omega-Metroids. Im Rahmen dieser Forschung entwickelte man Verfahren, die das Wachstum erheblich beschleunigen können. Stellen Sie sich nur vor, ein Omega-Metroid, der innerhalb weniger Tage aus einer Larve heranwächst. Doch diese Studien sind nun abgeschlossen. Das X hat seinen natürlichen Feind aufgespürt. In diesem Moment befindet sich eines der SRX auf direktem Wege hierher. Eines? Soll das heißen, dass mehrere SRX existieren? Das sollte sie nicht wirklich überraschen, Samus. Wie Sie wissen, vermehren sich die X asexuell durch Zellteilung.
Als Folge dieser biologischen Voraussetzung befinden sich mittlerweile nicht weniger als 10 SRX an Bord dieser Station. Samus, Sie müssen fliehen. Verschwinden Sie von hier, beeilen Sie sich! Ansonsten sind Sie leichte Beute für das SRX. Halten Sie lediglich an einem Navigationsterminal, um eine Verbindung herzustellen. Ich weiß nicht, was das HQ zu den jüngsten Vorkommnissen sagen wird. Sie sollten schleunigst Bericht erstatten. Sind die Anweisungen klar? Gut, dann machen Sie sich jetzt auf den Weg. Das kam überraschend. Der wahre Adam hätte mein Verhalten ebenfalls kommentiert, doch er hätte angemessen reagiert. Seine Kritik war vielleicht schonungslos, aber dennoch verantwortungsvoll. Er war keine Maschine, die von ihrer Pflicht besessen ist. Ein Computer ist zu einem solchen Verständnis nicht fähig. Natürlich immer wieder Bände untersuchen. Okay, ich bin in der Nähe von Sektor 1. Auch diese Räume hier. Sie sehen so ein bisschen aus halt wie Turian in Metroid, in Super Metroid. Oh, warte mal, bevor ich hier durchgehe. Sehe ich gerade. Ah, ich sehe schon. Schauen wir mal. Das ist äußerst praktisch jetzt mit diesen Raketen. Na, das war jetzt nicht geplant. Nein. Links. Rechts. Sorry. Ja, ich habe auch eine leichte Rechts-Links-Schwäche, zumindest wenn ich schnell denken muss. Man kontrolliert das Ganze immer mit einer Powerbombe am besten. Wo führt das denn hin? Es führt schon wieder runter. Ich bin mir gerade nicht sicher, welches der richtige Weg ist. Ich würde gerne erstmal dem Falschen folgen. Jetzt bin ich hier mittlerweile fast so weit, dass mir alles offen steht. Bis auf noch eine Attacke, die mir definitiv fehlt. Mit der ich dann diese einen Barrieren aus dem Weg räumen kann noch. Ah, okay. Der Weg ist leider auch blockiert. Ich vermute. Nein, ich sollte nicht vermuten. Weil es gab ja auch so eine Tür in Sektor 4, wo wir vorhin waren, also in Aqua. Und
glaube, diese Türen könnten sich erst öffnen, sobald man das Spiel durchgespielt hat. Ich bin mir nicht sicher. Würde Sinn ergeben, dass man noch ein bisschen Replay-Value hat, wenn man durch ist. Na egal. Oder auch nicht. Okay, der Weg ist blockiert, da kommen wir erst mit der letzten verfügbaren Attacke, die übrigens in jedem Metroid die letzte verfügbare Attacke ist, schon seit dem ersten Metroid. Ausnahmen gab es in der Prime-Serie, da wurde sie zwischenzeitlich vergeben. Zumindest im zweiten Teil, im ersten Teil. Im ersten Metroid Prime Teil kommt sie tatsächlich nicht vor. Weil man sich wahrscheinlich noch nicht genau überlegt hat, wie die Umsetzung denn sein sollte. Kann ich, glaube ich, nur von hinten treffen. Oh shit. Ganz schön viel ab. Gehen wir jetzt hin. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt selbst nicht sicher. Schauen wir uns gleich an. Sehen alle nicht so prickelnd aus, die Optionen. Gehen wir erstmal hoch. Ach, ein Speicherterminal. Sehr gut. Was sollten wir denn hier? Ich verstehe diesen Raum nicht. Okay, wir lassen das. Es endet nur übel. Irgendwas ist dahinter, was sehr böse ist wahrscheinlich. Oh mein Gott. Jetzt muss ich den auch noch besiegen. Mal gespannt. So endet das nicht gut. Er ist einer der zähesten Brocken überhaupt. Ich
glaube auch, ich werde den so nicht schaffen. Nee, ich glaube, es ist gleich vorbei. Ja. Ich muss mich ein bisschen aufpowern. Definitiv. So geht das nicht. Nee, nee. Ich habe auch viel zu viel Power bei diesem goldenen Fiebes verloren. Mal kurz. Ja. Ich brauche diesen Raum tatsächlich zur Auflevel. Ich darf nur einen Gegner immer gleichzeitig kaputt machen. Das ist jetzt natürlich bitter. Schnell aufsammeln. Na komm. Das will ich aufnehmen. Danke. Ich brauche definitiv noch ein paar. Also diese Viecher sind hier sind eindeutig von Alien inspiriert. Eben durch ihr Aussehen, durch ihren Säureblubber, den sie da von sich geben. Nein, das dauert jetzt tatsächlich zu lange. Ich muss versuchen, Ridley irgendwie anders zu besiegen. Ah. Eieiei. Ach egal, ich lass mich jetzt kurz mal sterben. Das bringt so nichts. Wenigstens sehen wir da nochmal Samus ohne Anzug. Wie wunderbar. So, aber einmal kann ich durchaus in den Raum rein. Weil drei Energietanks wären nicht schlecht. Stelle ich mich besser an hier. So. Es geht nicht anders. Ich muss ihn irgendwie so besiegen. Ich will nicht. Thank you.
sollten lieber auf der anderen Seite stehen. Da. Weil er sich eher in die Richtung wendet. Nein, es bringt einfach nichts. Ich brauche volle Energie wieder. Also, ich mache das jetzt ganz, das Ganze so. Ich werde mir möglichst volle Energie besorgen. Und wir sehen uns dann beim Kampf gegen Ridley wieder im nächsten Video. Stay tuned. Please, please, please.